Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die vergangene Trainingswoche? Was habt ihr so gemacht? Ja, die war wie die erste Woche natürlich wieder sehr intensiv. Ich glaube, die Zeit ist mittlerweile vorbei, um uns einzuleben, uns gegenseitig kennenzulernen. Das haben wir tatsächlich relativ schnell geschafft. Haben natürlich so ein bisschen den Fokus in der Trainingswoche gelegt auf das letzte Spiel, was gut gelaufen ist, was wir verbessern müssen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Haben das Spiel analysiert vernünftig und so weiter. Und dementsprechend haben wir uns die Lehren aus dem letzten Spiel gezogen. Und da der Schwerpunkt lag dann Anfang der Woche auf dem letzten Spiel. Und dann jetzt gestern und heute haben wir den Fokus gelegt auf das kommende Spiel. Was erwartet uns da? Ich glaube schon, dass es auch wieder ein intensives Spiel wird. Wir spielen zu Hause in unserem Stadion. Dementsprechend gehen wir das Spiel genauso wie jedes andere Spiel an, dass wir uns gut vorbereiten und dementsprechend erfolgreich Fußball spielen wollen. Ich glaube, wir treffen auf einen Gegner, der insgesamt in der Defensive sehr gut organisiert ist, seine Vorteile auch im Umschaltverhalten offensiv hat. Dementsprechend wird es auch über 90 Minuten wieder ein spannendes Spiel. Und wie schaffen wir es, das Spiel zu gewinnen? Ja, ich glaube, dass wir schon auf einem guten Weg sind in den letzten 2-3 Wochen. Wenn man das Spiel letzte Woche gesehen hat, haben wir es leider nicht geschafft, uns dann schlussendlich zu belohnen, weil die Jungs wirklich ein ordentliches, vernünftiges, gutes Spiel gemacht haben. Und das ist ein Stück weit Lernprozess hinten heraus, wenn man tatsächlich kurz vor Schluss dann auch führt, egal ob zu Hause oder auswärts, dass wir das noch weiter verteidigen, bis der Schiedsrichter abpfeift und uns dann in der Nachspielzeit nicht um den eigenen Lohn oder um die Belohnung dann bringen. Würdest du sagen, dass sowas mit Unerfahrenheit zu tun hat, oder? Mit Sicherheit. Da spielen natürlich sehr, sehr viele Faktoren, weil ein Fußballspiel aus sehr, sehr vielen Faktoren besteht. Und ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz kleines Puzzleteil ist, das da mitspielt. Fußball wird natürlich auch viel, viel im Kopf entschieden oder hat was mit dem Kopf zu tun. Ich glaube, unterm Strich spielt das auch eine ganz, ganz kleine Rolle. Aber jetzt nicht hauptsächlich und nicht ursächlich. Es wird kälter draußen. Haben wir erkältete, kranke oder verletzte Spieler? Wie ist da der Stand? Ja, also verletzt hat sich Gott sei Dank in der Woche niemand. Der Nico kommt zurück nach seiner gelb-roten Karte, was uns natürlich auch sehr freut. Und dann haben wir tatsächlich heute, gestern ein paar kränkliche Spieler, die wir vorsichtshalber dann erstmal weggelassen haben und dann schauen, in der Hoffnung, dass am Sonntag dann auch alle verfügbar sind. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg und uns viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön.